Silverballs. Meine Silverballs. Die sind unvergreiflich. Das sind meine. Nur wenn Sie die Quittung haben. Ich könnte sie mir nehmen. Sie sehen nicht aus wie ein Dieb. Diebstahl wäre es nicht. Tja. Ich sag Ihnen was. Schießen Sie besser als ein Mädchen, verkaufe ich Sie. Meinen Sie denn, Sie kriegen das hin? Das kommt ganz auf das Mädchen. Die Onkel hätte keine Chance gegen meine Mimi. Mal sehen, was sie kann. Alter Schwede, wenn ich dem zuhöre, könnte ich gerade das Rauchen aufhören. Was soll ich jetzt... Was gibt's jetzt hier im Minigame? Die Silverballs holen. Ballers, okay. Machen wir sofort. Was ist denn hier überhaupt los? Ja, genau. Zurück. Ey Mann, ich brauche hier mal Hilfe. Wie kann ich Ihnen helfen, mein Freund? Also, ich, haben Sie auch Schrotpatronen? Die müssten hinten sein, bei der ganzen anderen Munition. Ja, da habe ich nachgeguckt, aber ich finde keine. Puh. Tja, wissen Sie, heute Morgen war noch was da. Im Lager ist nichts mehr, das weiß ich. Dann hat dieser Spinner sie wohl alle auf dem Schießstand verballert. Ach, wirklich, alle? An einem Tag? Ja, und er hat den ganzen Tag geflucht wie ein räudiger Köter. Diese Großstädter haben echt keine Manieren. Nein, ich meine, ein-, zweimal fluchen, okay, das mache ich auch. Aber ständig? Das ist einfach nur kindisch. Wem sagst du das, verdammte Scheiße? Hübsche Brille übrigens. So, komm, genug zugehört. Laber, laber, laber. Ja. Weiter geht's. So haben die hier meine Marke? Nö, auch nicht. So, gegen was für ein Mädel soll ich denn hier antreten? Oh, da ist nur eins. Aha. Oh, hey, Cowboy. Hi. Wollen Sie gegen mich antreten? Ich muss. Suchen Sie sich dort im Laden erstmal eine Waffe aus, die Ihnen gefällt. Sobald Sie eine gefunden haben, kommen Sie wieder her und verlieren gegen mich. Munition haben wir genug. Solange Sie bei mir sind, können Sie sich austoben. Aha. Na gut, lass mal grad gucken hier. Oh, das wird eine witzige Geschichte. Dann holen wir uns mal eine Knarre. Alter, hört mal auf zu ballern, das ist ja tierisch laut. Oh, cool, danke. So, was nehmen wir uns denn hier? Nö. Nö. Gibt's hier auch was Einhändiges, eine schöne Handfeuerwaffe? Solche Knarren sollten auf einem Altar ausgestellt werden. Hi. Was für eine Schick. Das sagt die Polizei. Kann ich mal eins testen? Klar. Schießen Sie sich einfach eine Sonne. Hey, wie geht's? Eine Swiss 3000? Keine Ahnung. Meine Magnum oder sowas? SA-44 Auto. Sabotage. Aha, X-Ump. Gefällt dir, was du siehst? Geh mir aus dem Weg. Nee, du gefällst mir überhaupt nicht. Sonst dreh dich dir in die Eier. Das ist das Kerso TRG. Wurde für die Jagd auf Großtiere entwickelt. Ich will die da. Ja, die kann ich natürlich nicht nehmen, ist ja klar. So, ich würde sagen, ja, komm, scheiß drauf. Nehmen wir uns mal hier die da. Das Schöne ist, hier ist es auch scheißegal, wenn du mit der Knarre in der Hand rumläufst. So, okay. Besser schießen als ein Mädchen. Die Herausforderung steht noch. Zielfeuern. Ich darf auch zielfeuern.
Na gut, Zielfeuern mit dem Instinkt. Mit dem Instinkt wird schwer. Also, am Wettbewerb teilnehmen. Ja, Ziel feuern, wenn mein Instinkt voll ist, mache ich das auch mal. So. Ein Ziel. Können ruhig mal mehrere hochkommen. So, jetzt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Bam! Sieht sogar Lilly alt aus! Oh, weiter geht's. Ach Mist. Was steht denn? Oh, Lilly 471? Ich fass's nicht. Alter Schwede! Gott, bin ich schlecht! Was ist mit dem Instinkt? Warum geht der nicht mehr hoch? Ah, okay. Genauer treffen, dann geht er auch hoch. Ja. Nicht schlecht. Warum versuchen Sie es nicht nochmal mit einer anderen Waffe? Nö, ich versuch's hiermit nochmal. Das kann sich jetzt ein paar Folgen hinziehen, Leute. So, jetzt pack mal ein paar nach oben hier. Bei Mami. So, eins. 2, 3, 4. Und weiter geht's. Perfekt. Mal schnell nachladen. So, wie lange haben wir noch? 30 Sekunden. Das wird knapp. Wow. Haben wir sie? Wir haben sie. Das war schon mal schön. Der Rest ist Makulatur. Sie sind verdammt guter Schütze, mein Freund. Wir haben hier ein 1A-Revolver. Thank you.
Alter. Jawoll. Und so machen wir das. Mist, sie haben mich geschlagen. Mehr Glück beim nächsten Mal. So, ich hätte jetzt gerne meine Silver Ballers wieder. Das ist doch eh eine Falle. Schönes Bild für den Thumbnail. Hoppla, weiter geht's. Sie haben die Silver Ballers. Yippie! Einsatzziel verendet. Und nö? Im Arsenal Teil 2. Was soll ich denn machen? Birdie, so. Er hat mir meine Silver Ballers als Bezahlung abgenommen. Jetzt gibt er sie mir zurück. Aus irgendeinem Grund will er gutes Wetter machen. Kann ich ihm trauen? Nein. Oder gilt seine Loyalität lukrativeren Geschäftspartnern? Ja. Egal. Bevor ich mich um Lenny kümmere, hole ich mir meine Waffen zurück. Ich habe mich viel zu lange treiben lassen. Jo, alles klar. Also, den Waffenladen verlassen. Schon besser. Ich gehe lieber, bevor ich bei den Einheimischen unnötig Aufmerksamkeit errege. Lenny wartet. Zurück. Alles klar, dann pack den Kram mal ein. Und schüssen. War das der Ausgang? Ja, das war der Ausgang. Freigeschaltet, Chameleon 2. Verringert den Instinktverbrauch von Verschmelzen. Das finde ich schon mal so total dufte. Und, jo, weiter. Weiter. Birdie hatte recht, er ist in Hope, South Dakota. Und Victoria? Sie ist nicht bei ihm. Okay, macht mal die Ohren auf. Ich gebe grünes Licht für die Operation. Ich will 47 Schädel auf einem Silbertablett serviert. Sir, denken Sie nicht, wir sollten uns zuerst darum kümmern, das Mädchen zurückzuholen? Nein, Jade. Zuerst wird der neutralisiert, der diese Lage zu verantworten hat. Er wird wissen, wo sie ist. Glaub mir. Kriegen wir 47, kriegen wir auch das Mädchen. Wir dürfen auf keinen Fall versagen. Schicken Sie die Saints. Die Saints? Das ist doch die Gang aus Saints Row. Da bin ich ja mal gespannt. Beim Zielfeuern sollten sie entweder die Kamera drehen und ihre Ziele markieren oder zielen, um präziser schießen zu können. Klingt logisch. Wer zielt, schießt präziser. Teil 2. Shaving Lenny. Lenny rasieren, okay. Yo, Cowboy! Hallo, Lenny. Hat Tyler dir von seinem Plan erzählt? Wir schnappen Dexter die Kleine vor der Nase weg und verkaufen sie selbst. Hey, Tyler ist sogar schon mit der Konkurrenz in Kontakt. Wir reden hier über einen sechsstelligen Betrag. Verdammt! Mr. Dexter ist niemand, mit dem man sich anlegen sollte.